Hallo Mami, es ist mega lieb, dass du uns das alles gegeben hast. So mit allen Zettel dran und so. Und so viel und Stülpe und Schoki und Käse und so. Der arme Suvi. Mami, du hast dir keine Gedanken gemacht um einen Suvi, nur um uns. Er hat alles müssen tragen. Kartoffel hat es da auch gegeben. Nein, aber mega lieb. Mega herzlich. Ja, und schön, du bist selber gestrickt. Das ist ein Lübchen. Ich habe mir mega kalte Hand. Ich gerade am Fenster bin. Fenster, null isoliert. PC. Ja, das ist gut für ihn. Er hat mir nämlich gestern oder vorgestern alle Viertelstunde gesagt, dass seine Hände am Absterben sind. Sind noch nicht ganz abgestorben. Merci vielmals auf jeden Fall. Merci für die Decke und für alles. Wir sind jetzt gerade noch am durchschauen, was da alles noch dabei ist. Oh, hier wird eine Riesen liegen. Mit Fotos drin. Sie hat noch Fotos drin. Was sind das für Fotos? Ah, von der Sally und der Nadine. Von meinem Geburtstag. Die Musik hat drin. Ah, das ist cool. Wir sind zum Epiano stellen. Möbig? Arabica gemalen. Oh! Vor allem ist er auch vom Heideli. Ja. Heideli! Wow, mega geil. Möbig. Ist Arabica. Arabica, wir haben im Dings gehabt, im Dämon haben wir auch Arabica gehabt, aber Mischi genommen mit anderem Kaffee. Ja, auf jeden Fall, Dankeschön fürs zweite Mal Weihnachten. Oder ist das immer noch das Gleiche? Ich weiß nicht, wie lange muss es gehen, bis es zweite Mal geht. Das Päckchen vom Sandro, seine Eltern, war heute auch angekommen. Aber wir sind gerade mit dem Sui in einem Kaffee gewesen. Ich weiß nicht, wo wir es holen müssen, wir müssen es noch rausfinden, aber das fange ich jetzt gerade raus. Kaffee. Ein Tag später. Eigentlich ist jetzt unsere japanische Zeit, weil es ist zwischen 11 und 12 Uhr und wir müssen sie dringend machen, weil wir haben in den letzten Tagen nie japanische Zeit gehabt. Aber wir haben gerade ein Päckchen bekommen. Von Mami, Papi, Dings. Es steht allerdings mein Onkel drauf, weil mein Onkel hat es geklaut und er hat ein schlechtes Gewissen gehabt und hat es in Deutschland doch auf Post da. So ist es nicht. Und es war lustig, wir sind nicht daheim gewesen, was gekommen ist. Und nachher haben wir im Internet ausfüllen und dann kannst du wählen, wenn sie sollen bringen. Dann kann ich sagen, morgen oder morgen zwischen 12 und 2, morgen zwischen 2 und 4 und so weiter. Es ist mega schwer, es ist 4,6 Kilogramm. Schau mal auf dem Lebenschein, was drin ist. Gebäck. Wie ein Arzgutzi. Schokolade, Teigwaren. Und Kaffeepulver. Hey Leute, haben uns so viel Kaffee geschickt. Wir haben die nächsten 2,5 Jahre einfach geile Kaffeepulver. Ich glaube, ich brauche da eine Waffe. Ich gehe in meine Waffenkamera. Ist lustig, Weihnachten hat sich heute ein bisschen verbreitet, aber das ist ein Neujahrsgeschenk. Die Lampe ist in deinem Gesicht. Der hat Angst gemacht. Die Lampe haben wir geschenkt, ausgelehnt bekommen. Am Pastor. Heute ist der 31. Das ist unser Neujahrsgeschenk. Wir können aber nicht warten, bis es oben, weil heute oben sind wir am Neujahrsgottesdienst. Und am Neujahrsessen. Und eingeladen bei einer Koreanerin, bei einer koreanischen Familie zum Essen. Ihr Mann hat kein Englisch. Aber wahrscheinlich Japanisch. Wir können Japanisch nicht machen. Wir könnten, wenn wir einfach konsequent auch mit unserer japanischen Zeit. Yeah, meine Eltern, Freunde von Packings Bros. Pros. Nicht Bros. Weil im Packlipapier innen, wo ihr schützt vor Kälte und Feuchtigkeit, hat es eine Schachtel, die vor ballistischen Attacken schützt. Neben die Puff. Es war nicht so überraschend, dass es Päckchen kam. Sie haben es einfach angekündigt. Große Fehler. Sind es die aus Reis, die man essen kann? Sind es die, die man essen aus Reis? Mein Magen sagt gerade, er will es nicht essen. Es schmeckt nicht so, als würde ich es essen. Also, wir haben gerade die erste 100%ige Gemeinsamkeit von unseren Schwiegereltern entdeckt.
Der Himmel ist schön. Sie haben uns beide genau der exakt gleiche Möwenpick. Ist es exakt gleiche, oder? Möwenpick-Café geschenkt. Super, habt ihr euch abgesprochen. Nein, das ist mega toll. Jetzt haben wir mega lang guten Kaffee. Und können sind da Drogen drin. Also ich nicht meine nur, weil wir so viel Kaffee bekommen haben, dass das jetzt nicht irgendwie, dass das weniger cool war oder so. Nein, weil der geht ja nicht kaputt. Außer Johnny macht ihn kaputt. Oh, geil. Oh, geil. Meine Eltern machen so gute Weihnachtsgutzi. Das können sie voll, das sind voll die Pros. Wenn es um Brunzli geht und Zimtstern, eigentlich wenn es um alles geht, dann eigentlich wirklich die geilste Weihnachtsgutzi. Sorry für alle anderen, aber meine Eltern haben die geilste Weihnachtsgutzi. Wenn sie das auch so gerne machen, gehen sie ihnen lernen, es kostet 83 Franken in der Stunde. Kurs. Brunzli sind ein bisschen dünn, allerdings. Aber sonst? Das sagt er jedes Jahr. Jedes. Okay. Und nochmal Weihnachtsgutzi. Yeah. Mega fein. Also ich finde es geil. Also sorry. Frisch Einnudeln. Aber kommt noch mehr Fall, aber ich kann sagen, ist, ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so über Weihnachtsgeschenke gefreut wie jetzt, wo wir da sind. Wieso eigentlich? Weil jetzt so viele Sachen, die mir lieb sind, so fern sind. Nein, das stimmt. Also ich habe mich wirklich lange so gefreut. Jocki! Wow. Okay, ich glaube, wir haben Kaffee. Wenn der Zoll wüsste, dass da so viele Kaffee-Dings ist, der hat das sicher nach Drogen gesucht. Oh, wie ist es, Jocki? Und? Hey, von der haben wir auch schon eine bekommen, von ein paar anderen. Aber die ist mega geil. Mit Mandeln. Die hat etwas Deseskalierendes, die Schoggi, finde ich. So, wir haben einen mega Berg Kaffee und Schoggi. Also Kaffee und Schoggi. Das ist ein Briefli. Moment. Spaghetti. Janine hat eine Spaghetti-Version, darum hat sie die Äpfel vergessen und aussehen mit dem Berg entsorgen. Oh. Wieseli, ja, sie ist mehr auf dieser Seite. Aber Spaghetti. Spaghetti ist auch cool. Da gibt es auch Spaghetti. Ich habe sogar irgendwie 3 Kilo Pack gesehen. Ein Briefli. Das Geld ihnen nicht. Okay. So. Ein Äpfel mit einem Herzli. Mit einer Herzli-Wunde. Bin ruhig. Aber es ist ein schöner Äpfel. Könnte aus Japan sein. Die haben Äpfel hier, die sind so gross und kosten einen Stutz pro Stück. Aber so gross und separat verpackt. Und wenn man Orangen kauft, dann packen sie jede einzelne Orange in ein Plastiksäckchen, damit die Schale außen nicht dreckig wird, weil die isst man ja auch. Japan und Umweltschutz. Es geht uns gut. Wir kriegen viele Geschenke. Gute Besserung, Papi. Ist gut auch aus Päckchen. Das ist eine ziemlich grosse Größe aus der Schweiz. Nicht nur eine kleine. Das ist eine kleine Größe aus der Schweiz, 4,6 Kilo. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten so. Backwards, rückwärts. Sagt heute drü. Dankeschön, wir wünschen euch das alles auch. Paolo hat auch unterschrieben. Paolo. Yeah. Jetzt haben wir ein Päckchen Kaffee von Mami bekommen, ein Päckchen Kaffee von Papi und ein Päckchen Kaffee von Paolo. Und ein Päckchen Kaffee von Mami und ein Päckchen Kaffee von der Tabea und dem Tobi und dem Tami. Das heisst, wir haben jetzt 2,5 Kilo Kaffee bekommen. Ja, das hat lange für eine Zeit. Wir wünschen euch auch ein schönes Neues. Ihr werdet ja 8 Stunden spät sein, wie immer. Voll unpünktlich.